Und so, herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind hier letztens geflüchtet, kann man das schon so sagen. Ah, ich weiß, da geht's raus, aber hab das hier nicht gelootet. Das habe ich total vergessen. Ach komm, nimm mal das auch mit. Munition wiegt ja nichts. So, wir sind hier fertig. Also gehen wir jetzt da raus. Nachladen. Und das Ödland der Hauptstadt. Gut. Ja. Ja genau, jetzt wird hier gebohrt. Verarschen! Das tut mir echt leid, wenn ihr das hört. Ui, was steht denn da? Oh, fuck. Alter! Treffen wir uns endlich! Ich wusste, dass sie überlebt hatten und habe gehofft, bei ihrer Rettung helfen zu können, um meine Schuld zu begleichen. Da, sieht aus, als du ein nettes Spielzeug. Was? Sieht aus, als hast du ein neues Spielzeug, was? Ja, und dieses Gerät ist noch dazu überaus faszinierend. Eine fantastische Technologie. Stellen Sie sich nur vor, wie viel Böses mit solchen Werkzeugen aus der Welt geschafft werden kann. Fox, was zum Teufel machst du denn hier draußen? Ich beobachtete Ihre Gefangennahme und konnte Ihnen heimlich folgen. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen, um Ihnen bei der Flucht zu helfen. Das war easy. Da ich Ihnen meine Freiheit verdanke, hielt ich es nur für gerecht, Ihnen denselben Gefallen zu tun. Schließlich kenne ich in dieser Welt nur Sie. Hilfe kann ich immer brauchen. Wie wär's, wenn du mit mir kommen würdest? Der zweite Begleiter. Es wäre mir eine Ehre, einem solchen Helden zu folgen. Sollen wir aufbrechen? Raven Rock. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da drinnen ist noch. Da war jetzt eine Puppe drin, eine Wackelpuppe. Scheiße, die Mann dann. Holy fuck. Fox. Ein treuer Begleiter. Lass mal gewinnen, mal gern mit. Das hier jetzt auch, weil wir haben ja ihn. Was wollten Sie sagen? Nichts, aber Ausrüstung. Aber gerne doch. Nicht Waffen, Kleidung. Los. Jetzt kann man noch die. Da die. Boah, wie heißt es? Kann man irgendwie reparieren? Ja. Aber Plasmagewehr kann man jetzt reparieren. Alle? Ja. So. Wir haben das jetzt erledigt. Ach, nicht M drücken für die Karte. Tab. Daten. Weltkarte. Wo muss man denn eigentlich hin? Zur Aufbereiter, oder? Zitadelle, okay. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Ich möchte noch zur Geschichtsmuseum, Geschichtsmuseum. Da gibt es auch was ganz, 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 ganz Interessantes. Noch ein Mensch mit Todeswunsch. Willkommen auf der Promenade, Tourist.
Ich bin kein Tourist. Ach was? Sie sind nur auf der Promenade der feinen Hauptstadt unserer Nation. Besichtigen die Sehenswürdigkeiten und besuchen die Monumente, ja? Nein. Geben Sie es zu. Sie sind ein Tourist. Sind Sie verrückt, hier draußen rumzustehen? Keine Angst vor den Supermutanten? Die Knöchelfetzer? Nee, die tun uns Ghoulen nichts. Denken vielleicht, wir gehören zu ihrer Sippe, keine Ahnung. Aber die anderen Hornochsen? Wo zur Teufel kommen Sie denn her? Erfreut mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. Ich bewache Underworld. Die Stadt der Ghule. Im Museum. Für einen Touristen ziemlich unwissend, was? Ich heiße übrigens Willow. Willow? Sage ich Sie, eine Stadt voller Ghule? Sie haben schon richtig gehört. Underworld befindet sich im Geschichtsmuseum hinter dem großen Schädel. Die meisten Ansässigen haben mit Menschen nichts am Hut. Aber für Kronkorken verkaufen sie Sachen und verarzten einen. Ghulhasser sind sie ja nicht. Nein. Andere Hornochsen? Sie wissen schon. Menschen wie Sie. Nun, vielleicht nicht wie Sie, keine Ahnung, aber Menschen sind doch alle gleich. Die Typen der stählernen Bruderschaft mit ihrem Testosteron und der Powerrüstung. Diese Psychosöldner der Talon Company. Diese anderen Trottel eben. Ich muss jetzt gehen. Bis zum nächsten Mal, Tourist. Yep. Underworld. Eine Stadt voller Ghule. Ah, genau. Großer Schädel, also hier. Die Hauptmission lassen wir ein bisschen beiseite jetzt. Sieh da, kaum zu glauben. Ein Glatthautbesucher. Wow, von ihrer Sorte haben wir hier schon lange keinen mehr gesehen. Mein Gott, nee. Glatthaut, was soll das heißen? Glatthäute nennen wir euch, weil eure Haut so glatt ist und so schmackhaft. Immer mit der Ruhe. Ich mach doch nur Spaß. Dran gekriegt, was? Wo bin ich? Sie sind in Underworld, Glatthaut, dem einzigen sicheren Ort für Ghule in ganz DC. In dieser Parallelwelt leben wir, von den Menschen vergessen. Die Mutanten lassen uns in Ruhe und die Sklavenhändler kommen normalerweise nicht so weit in die Stadt rein. So schlimm ist es also nicht. Die stählerne Bruderschaft ist unser einziges Problem. Es sei denn, wir bleiben hier unten in Underworld. Hier sind wir sicher. Die stählerne Bruderschaft, wo ist das Problem? Diese Schweine. Sie scheinen uns von Supermutanten nicht unterscheiden zu können. Vielleicht ist es ihnen auch nur Wurscht. Sie sehen uns und schießen. Zum Glück schießen sie meistens daneben. Trotzdem, Ghulhasser. Eine Stadt voller Ghule, was? Richtig. Und solange sie uns nicht belästigen, belästigen wir sie auch nicht. Sie können jederzeit kommen und gehen, handeln, schlafen, egal was. Stellen Sie nur sicher, dass Sie keine Probleme angeschleppt bringen. Denn sowas brauchen wir hier nicht. Genießen Sie also Ihren Aufenthalt, Glatthaut. Ich werde mich mal umschauen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt, aber versuchen Sie hier nicht alles in Grund und Boden zu schießen. Wir Ups. Fetch und Fitchett habe ich doch an. Nein! Verdammt. Ich brauche Infos über einen Androiden, der sich den Speicher löschen ließ. Ich dachte, das wäre alles ein großer Unsinn. Aber dann erhielt ich dieses Holoband. Hier, hören Sie mal. Okay. So, wo... Was gibt's? Nichts viel. Hey, pass auf. Das ist... Händlerin? Oh mein Gott. Willkommen bei den Underworld Outfitters. Es ist schon so lange her, seit ich einen Kunden hatte. Michael Jackson Nase, oder wie? Was machst du mit dem Geld, das du hier unten verdienst? Nun, wir haben es alles bei Carol ausgegeben. Oder im Ninth Circle.
aber da gefällt's mir nicht. Den Rest haben wir Quinn gegeben, damit er für uns Geschäfte macht, wenn er unterwegs ist. Was gibt's hier über Underworld zu berichten? Nun, es gibt da unten jede Menge alter Marktblätter und dergleichen. Ich hab so gut wie alles gelesen. Was war das für ein Ort, bevor die Ghule hier einzogen? War mal ein Teil des Geschichtsmuseums. Die Ausstellung, die sich dort befand, befasste sich mit dem, was nach dem Tod passiert. Die Hölle und so. Viel davon befasste sich mit dem alten Buch, das verlorene Paradies. Darin geht es um einen Kerl, der zur Hölle fährt. Ein sehr interessanter Stoff. Ich habe in einem der Hinterräume einen großen Karton mit Kopien des Buches gefunden. Hier, nehmen Sie einen. Niemand sonst ist daran interessiert. Ich wollte es eigentlich auch nicht, aber danke schön. Wie sind denn die ganze Ghule hierher gekommen? Nach dem Krieg waren es anfangs nur ein paar Leute. Dies war einer der wenigen Orte, der nach den Bomben nicht einstürzte oder brannte. Ich glaube, dass Carol eine der wenigen ist, die zu der Zeit hier waren. Aber im Laufe der Jahre sprach es sich herum. Es gab überall kleine Gruppen Ghule. Das hat heute allerdings nachgelassen. Die meisten von ihnen wurden wild oder kamen hierher. Sicher gibt's draußen noch einige, aber die meisten sind so schlau, nach Underworld zu kommen. Ist es so tief in der Stadt nicht gefährlich? Nein. Die Supermutanten lassen uns in Ruhe. Ich denke, dass das, was sie tun, um Leute in einen von ihnen zu verwandeln, bei uns nicht funktioniert. Die stählerne Bruderschaft schießt auf uns, wenn wir draußen im Freien sind, aber hier unten lässt sie uns in Ruhe. Ein paar Mal haben sich Raiders und Sklavenhändler hier blicken lassen, aber Sharon und Cerberus und alle anderen haben sich um sie gekümmert. Ich denke, wenn's drauf ankommt, ist das Leben außerhalb der Gesellschaft eine gute Sache für uns. Das ist alles, was ich wissen musste. Kommen Sie jederzeit wieder. Es ist manchmal etwas einsam hier unten. Okay. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Was denn? Da ist das Terminal, oder wie? Da gibt's Headshot. Hallo? Ah, das ist der. Vorsichtig! Oh na. Das ist der Arzt. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Hallo, Cerberus. Achtung, Zivilist auf dem Deck. Bist du hier der Wachhund? Ich bin Cerberus. Es ist meine feierliche Pflicht, die Bewohner von Underworld vor allen Gefahren zu schützen. Seien es fremde oder lokale Gefahren. Ja, ich bin der Wachhund. Dann bell mal. Was kannst du mir über Underworld erzählen? Hier leben nur friedliebende Ghule. Ihre Engstirnigkeit lassen sie besser vor der Tür. Sie sind wie Menschen. Sie fühlen, sie leiden, sie bluten. Sie verdienen dieselbe Liebe und denselben Respekt wie jeder andere Mensch auch. Vergessen Sie das nicht. Jedenfalls haben sie mich programmiert, das zu sagen. Ich persönlich denke, sie sind ein Haufen verwesender Wadenzüchter. Und ich würde sie alle zurück zur Hölle schicken. Verdammte Kampfsperre. Jemals draußen gewesen, Cerberus, im Ödland? Negativ. Ich wurde programmiert, stets vor Ort zu bleiben. Im Falle feindseliger Aktionen reagiere ich mit tödlicher Gewalt. Los, Underworld! Los, Ghule! Juhu! Verdammtes Weichei-Zombie-Programm. Der Arme. Ich muss gehen. Dieses System wird deaktiviert. Die Luft hier unten ist schrecklich. Oh, scheiß die Wandern. Nein, Zirkel ist, glaube ich, Barbereich, genau. Sharon? Das ist der Typ da. Sieh mal einer an. Eine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azrukal. Und das ist der Ninth Circle. Die Leute haben Probleme und ich hab Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Nee, danke. Wer ist der Typ da in der Ecke? Das ist Sharon. Sag mir mal, er ist ein loyaler Angestellter.
Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Er ist ein ergebener Mitarbeiter, was glaubst du? Ich habe seinen Vertrag, also bin ich sein Arbeitgeber. Er macht genau das, was ich sage, ohne jegliche Widerrede. Wissen Sie, Taryn ist in einer sehr interessanten Gruppe aufgewachsen, Sie. Nun, man könnte wohl sagen, Sie haben ihm eine Gehirnwäsche verpasst. Er ist dem Inhaber seines Vertrags gegenüber absolut loyal. Ohne Fehl und Tadel und unerschrocken bis zum Tag des Vertragsendes. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, dass er mich nicht wirklich mag. Aber als mein Angestellter ist er so nett wie ein Teddybär. Ich möchte den Beschäftigungsvertrag besprechen. Sie wollen über den Vertrag sprechen? Er ist für mich und den Nine Circle von sehr großem Wert. Um was genau geht's denn? Können wir nicht, uns nicht auf ein kleines Geschäft einigen? Wir könnten eine Abmachung treffen. Aber Sie würden das Geschäft nicht mögen, das ich Ihnen anbiete. Ich mag eben keine Konkurrenz. Überhaupt nicht. Das geht gegen meine Prinzipien als Geschäftsmann. Es besorgt mich, dass es eine andere Schnapsquelle in der Stadt gibt. Greta, die Kellnerin drüben im Carrots. Bringen Sie sie um. Mir egal wie, aber machen Sie es leise. Wenn sie es tun, bekommen sie Charons Vertrag. Ich will dann mit nichts zu tun haben. Ich muss jetzt gehen. Verdammte Glatthäute. Siehst du, wir sind gar nicht so... Hey, pass auf. Counts. Ja, was ist? Oh, ein Neuankömmling. Tut mir leid, das war wirklich unhöflich. Willkommen, willkommen bei Carols. Ich bin Carol. Ist nicht groß, gehört aber mir. Sagen Sie Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Greta besorgt Ihnen Lebensmittel und ich kümmere mich um die Zimmer. Schön, hier mal wieder jemand Neues zu sehen, auch wenn es nur eine hässliche Glatthaut ist. War ein Scherz. Echt jetzt? Wird's hier gefallen? Nee, danke. Jemand von einem Kerl namens Gob gehört? Gob? Klar kenne ich den. Er ist mein Sohn. Nun, nicht so, wie Sie sich's vorstellen. Wir Ghule sind da anders. Aber ich liebe ihn, als wäre er mein Sohn. Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn gesehen? Geht's ihm gut? Er arbeitet in einer Kneipe in Megaton. Was für wunderbare Nachrichten. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass seine Mutter ihn vermisst und ihn lieb hat und hofft, dass er glücklich ist. Aber er sollte nicht versuchen, mich zu besuchen. Es ist zu gefährlich. Nein, er sollte bleiben, wo er ist. Okay, tschüss. Eigentlich können wir Sharon, okay, ich spoilere jetzt ein bisschen, aber egal, Sharon, der wo an der Ecke da steht, mitnehmen, so wie, also Begleiter haben. Aber den lasse ich erstmal da. Wollte nur da mit ein paar Leute hier reden. Aber der hier ist schon ziemlich stark. Hallo, Adam. MG mit Laser. So. Tab. Wir reißen erstmal nach Megaton. Ja. Die Uhrzeit haben wir natürlich ja, nicht. Was darf's denn sein? Nein, Schlamm. Nein, das. Hier. Danke. Oh. 44er Magnum Magazine. Ah, die ist da, zum Glück. Wollten Sie etwas sagen? Ja. Ausrüstung. Aber gerne doch. Beenden. Los.
Bleib stehen. Gott. Machen Sie sich nichts aus dem Raum. Ja, bla bla bla. Angebot. Kleidung. Das hier und das hier. Kann ich ihn noch verkaufen. Ich habe 4 Altmetall, kann ich oben verkaufen alle. Also bei... Das brauche ich auch nicht. Kann ich reparieren. Mine brauche ich auch nicht. Wozu denn? Was hat die denn? Nicht Waffen, sondern... Nimm mal alles 7. Ben. Gute Jagd. Hat eine Ahnung, wer die Speicherübertragung an den anderen vorgenommen hat. Vor einiger Zeit habe ich gehört, ein Kerl namens Pinkerton sei in Rivet City gewesen. Er hat auf dem Schiff angeblich ein paar nette Geräte gesammelt. Okay, tschüss. Bis dann. Dann haben wir das schon mal ein bisschen weiter gemacht. Ja, genau. So, hier bin ich jetzt im Part. Ich sortiere jetzt noch die Sachen offscreen und dann geht's morgen weiter. Abonnieren, bewerten nicht vergessen. Bis dann. Ciao.